Yo, moin Leute! Moin, moin! Da kommt es. Das Gerät. So, jetzt muss ich von hier aus auf die Treppe springen. Ich weiß noch nicht, wie ich das tun soll. Ohne runterzufallen. Oh! Ich werde sauer, werde ich da. Ja, kriegst du es noch hin, Digga? Halt die Klappe, ey. Da setzt sie wieder ein, die epische Musik. Bei mir ist keine Musik. Aber bei mir. Ah! Toll. Ja, das alle haben guten die Dinge sind drei. Das haben ich hab das erst einmal probiert. Außerdem war ich ja schon da oben. Auch. Wenn du über den Balken gehst, dann ist es ja auch ein Schwebebalken. Also ich darf nicht rennen und springen. Das darf ich nicht. Das geht irgendwie nicht. Oder ich muss einfach früher losrennen und dann die Taste drücken. Du kannst leicht. Hörst du mal auf damit, das ist assig. Ich komme da nicht hoch, ich werd sauer. Oh Mann! Loslaufen, wenn du da hinten an der Kreuzung bist und dann schon auf dem halben Weg nach vorne, wenn du fast, also nicht erst bis vorne warten, sag dann relativ bald schon springen. Du springst relativ weit. So. Das war ein klein bisschen zu früh. Aber nur ein kleines bisschen. Ich mag das nicht! Ja, da. Ich mag nicht, dass Otto unser Floß da unten aufpasst, während wir hier oben sind. Ja, dann geht er runter. Nein, ich möchte dir helfen, auch hier hochzukommen. Ich würde dich ja auch tragen, aber das kann man im Spiel nicht. Warum? Weil ich zu fett bin? Das auch. Nein, ich bin mir... Zumindest habe ich schon mal einen Folgentitel. Halt die Klappe jetzt, Mann, du hässliches Stück. Ey. Ja? Ich werde richtig sauer jetzt. Ich muss mal atmen hier. Ich werde richtig sauer, werde ich hier, ey. Ja, üb den Sprung ruhig noch ein bisschen hinten. Kommt mir noch ein zweiter. Gut, dass du kein Pfeil und Bogen hast. Jetzt komm hoch hier, Dicke. Kannst du nicht den Speer nehmen? Den bohrst du mir nur in die Nase, wenn ich den anfange. Nee, in deinen Hintern, ey. Ja, also geht doch. Oh Gott! Wo muss man denn nochmal springen? Hier drüben. Außen hoch. Muss da wieder aufs Dach drauf. Ich gucke mich erst hier drinnen um. Ich will jetzt Musik haben. Ich will telefonieren. Ich verhungere, bis du da oben bist. Das heißt, sobald wir oben sind, muss ich wieder runter. Das schaffe ich nicht, darüber zu springen. Ich hätte es jetzt zugetraut, dass du ins Wasser hoppst. Oh. Where? Save people? Da. Toll. Auf der Linie H. Utopia. Earth. 20.02.2028. Ach du Scheiße. Ja, aber es ist Earth. Also wir sind hier, also bei uns. Auf dem Planeten Erde. Mhm. Eben gar nicht mal allzu ferner Zukunft. Ja, aber... Und Australien ist schon komplett versunken. Soll das jetzt bedeuten, dass wir jetzt hier bei Utopia sind, oder ist das dort da drüben Utopia? Das Bild wird wohl Utopia sein. Das heißt, die sollten sich mal sputen. Geht's noch höher? Nö. Ernsthaft? Und für so einen Scheiß bin ich hier hochgekommen?
Hier war auch noch eine Kiste vorhin. Also genau hier. Aber der habe ich ja schon mitgenommen. Ich wusste ja nicht, dass du es auch hier hoch schaffst. Aua! Aua! Ja, und nun heißt es, man muss Utopia finden. Aber dafür haben wir ja keine Daten. Ja, doch, auf H. Hier gibt's aber keine Map. Das ist natürlich ungünstig. Ein Stück weit. Und nun? Und jetzt? Ja, jetzt probieren wir H zu finden. Nee, jetzt gehen wir erstmal da unten alles abtauchen. Jetzt muss ich mir erstmal was zu essen holen. Lass das. Ach, Otto ist so scheiße. Ach. Ach, echt? Das war super enttäuschend da oben. Warum war das enttäuschend? Wir haben... Die Leute sind bestimmt weiter nach Utopia. Stefan. Weil wenn hier keiner mehr ist, dann muss es Utopia ja geben. Stefan. Weil, ja? Wo sollen denn die Leute sonst hin sein? Jetzt habe ich Depri-Musik laufen hier, ey. So, Poddo. Friss den Scheiß. Wo ist die Ratte? Tschüss. Probierst du jetzt eine Karte zu finden, oder was? Nein, ich tauche nach Kram. Huch. Ich habe mich voll erschrocken. Ich dachte, was ist das denn da für ein Monster? Das einzig wahre. Ein ganz fieses Mistviech bist du. Brauchen wir noch Steine? Vielleicht. Für Pfeile brauchen wir... Nee, Stein sind ein bisschen Stein. Ja, steinreich. Super. Ich hätte hier gerne irgendwie mehr andere Sachen gekriegt. Hier ist noch Lehm. Ja, aber die Frage ist, was macht man jetzt? Ja, Utopia suchen. Was soll man sonst machen? Ja, aber wie denn? Man hat ja null Anhaltspunkte. Also hier in dieser Plattform ist ein Scheiß. Hier gibt es ja nicht einmal Rohstoff vernünftig. Jo. Also hier zu bleiben rentiert sich gar nicht. Ja, ich habe so einiges abgefarmt da unten. Ja, dann such eine Karte und drück H. Oder? Ja. Ja. Ja, Karte suchen, keine Ahnung. Bist du da unten fertig? Ja, ich glaube, ich bin fertig. Gut, in welche Richtung soll der Anker da, das Segel, sonst, weißt du was, ich mach den Anker hoch und du machst das Segel. Ja. Das klingt, glaube ich, sehr sinnvoll. Damit du dich nicht wieder einpissen kannst, weil ich wieder irgendwas verdreht habe. Ja, das Floß ist sowieso total verdreht. Ja, ist doch egal. Du wirst schon wieder etwas finden. Aber ich habe immerhin da Metallbarren gefunden. Also in diesen Kisten und so. Also es ist schon enttäuschend. Du kleines Stück Scheiße, du. Ja! Ich habe ihn getötet. Ich konnte ihn irgendwie nicht abernten. Warum fehlt hier ein Ofen? Ach so.
Ja, weil Otto da in der Mitte irgendwas rausgebissen hat. Das ist auch widerlich, ey. Auf jeden Fall sollten wir, Scheiße. Wenn wir weiter segeln wollen, unser Floß verstärken unten rum, damit Otto da nicht mehr so schnell was machen kann. Brauchst du unten rum eine Verstärkung? Ja. Ich bin ganz doll enttäuscht. Hä? Ich habe jetzt eine Metallaxt. Ich bin ja doof. Ich hatte noch eine Steinaxt. Wie doof. Das ist ja mal ein Ding. Okay. Ich finde, das ist momentan sehr unbefriedigend. Vor allem finde ich unbefriedigend, dass man hier das Floß nicht lenken kann. Ja, was willst du denn sonst tun? Das Floß drehen. So dass unsere Netze wieder was sammeln können. Welche Richtung fahren wir jetzt eigentlich? Das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Fahren wir überhaupt? Naja, anscheinend, ne? Wir entfernen uns von der Scheiße da drüben. In welche Richtung zeigt denn das Bing? Zeigt immer noch dahin. Ja, aber wir sind vorhin von Osten gekommen. Das ist dann hier ja drüben Osten rechts. Jetzt liegt's im Norden. Wo ist dein Haar? Zwar vorher war es unten und jetzt ist es oben. Also vorher war es vor uns und jetzt ist es hinter uns. Genau. Ja, dann lass uns einfach weiter. Wir brauchen einen Bing, der vor uns ist. Warum? Na, weil da Utopia ist. Weil so. Hinter uns ist es aber offensichtlich nicht. Ja, dann dreh doch das Segel. Wieso? Das Segel zeigt doch gut. Also, wir schwimmen jetzt Richtung Süden, ja? Und du wir hast segeln jetzt Richtung Utopia. Okay, wenn du das sagst. Ja, das sage ich so. Ja, was wir auf jeden Fall brauchen, sind Inseln. Und Rohstoffe. Unbedingt. Da ist Ottos Bruder Otto. Haben wir nicht noch irgendwelche Pflanzen oder so ein Scheiß? Das ist Happa Happa. Was haben wir denn überhaupt noch so? Nichts Tolles, ne? Was ist das? Eine Leiterplatte. Achso. Hier sind schwarze Samen. Die nehme ich mal. Es wird dunkel. Ich bekomme schwere Depressionen. Weißt du, was mir hier so ein bisschen Sorgen macht? Na? Dass ich weit und breit kein Baumaterial im Wasser treiben sehe. Oh, Scheiße. Überlebenstage 30. Das zählt aber nicht für dich. Ja, aber ich fand das jetzt trotzdem eine Verarschung irgendwie. Kann man hier überhaupt Utopia finden? Ich glaube nicht. Also sämtliche Let's Plays, die ich gesehen habe, haben mit Finden der Bohrinsel aufgehört. Tja, da bin ich aber tüchtig und brav, dass ich nie ein anderes Let's Play davon geguckt habe. Ja, irgendwer muss sich ja auskennen. Mhm. Ich habe noch nicht gesehen, wie es dann weitergeht hier, weil, also, es hat ja keiner weiter gemacht. Mich würde halt interessieren, kommt jetzt hier dann noch Material oder sagt das Spiel jetzt hier einfach, nö, du bist jetzt ist hier Ende und deswegen kriegst du kein Material mehr und es kommen auch keine weiteren Inseln und, ja. Vielleicht hätten wir da einfach ein paar Monate bleiben sollen auf dieser Bohrinsel, um zu schauen, ob ein Rettungshubschrauber kommt. Aber du wolltest ja unbedingt weiter. Au. Das ist so eine Unverschämtheit. Meinst du, wir... Halt mal lieber ausschauen noch Material. Meinst du, wir schwimmen gerade, fahren gerade gegen eine imaginäre Wand? Ich gucke noch mal drauf. Ja, nee, gegen eine Wand fahren wir nicht, aber wir fahren...
Wir fahren verdammt langsam, weil das Floß eigentlich total quer zur Strömung hängt. Also wir entfernen uns, das ist doch gut. So, wenn ich das Segel einhole, dann müsste irgendwo hin wieder... Lass mal schlafen gehen, dann können wir im Hellen weiterarbeiten. Na siehst du. Ja, das ist nämlich hier das Problem. Wir schwimmen total quer. Und deswegen kam auch kein Material. Jetzt kommt wieder was. Das Floß ist genau um 90 Grad gedreht. Das ist netztechnisch sehr ungünstig. Ja, hier gibt es ja nicht mal richtiges Netz. gib mir Material. Nee, das heißt, wir müssen jetzt Material wieder angeln gehen, solange bis wir an eine Insel kommen, wo wir das Floß dann wieder drehen können. Ja. Dass wir wieder geradeaus segeln und dass uns das Netz auch wieder was bringt. So, kommt mal her. Ich benutze den Haken jetzt nicht. Ich sammle das so. Planken wären super. Planken, einfach nur Planken. Sammel die mal schön auf da. Da kommt aber viel. Es ist so ruhig, oder? Frisst Otto was? Nö. Hier drüben sind Planken. Ah. Na, holst du das? Das Fass, ja. Ja, gut. Toll. Toll. Du Ratte. Jetzt frisst Otto was. Ey. Keine Zeit für solche Spirenzchen. Na, ja. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ich weiß es nicht. Allerdings macht es die Sache wieder spannend eigentlich. Also es gibt Material, was gut ist, und es gibt immer noch Otto. Aber eigentlich schon lächerlich, dass es nur diesen einen Hai gibt, ne? Naja, den dafür immer wieder. Ja. Da hinten ist ein anderes Floß. Na, können wir da bitte hin? Ja. Ich versuche mal hier so ein bisschen Ordnung zu schaffen wieder. Ich weiß, ich bin daran eigentlich nicht so bombastisch, aber so Seil und Glibber, ach so. Vor allem möchte ich das so hin, dass uns das Floß halbwegs dreht, ja? Dass wir wieder in Richtung Segel in Wellenposition links fahren. Wo macht man, ach so, Pfeile, Planke, Stein und Kunststoff, okay. Hast du wieder einfach gegessen, ohne mich zu fragen, ja? Du hast jetzt auch einen Bogen gemacht und Pfeile, oder? Ja. Nein, ich habe nichts gegessen, ohne dich zu fragen. Ah, es ist schön. Ah, es ist so gut, ey. Es ist so gut. So. Oh Gott, den Schrott wieder einsortieren. Okay. Otto war aber richtig sauer, ne? Wer war richtig sauer? Otto. Ist doch egal. Der war richtig sauer, dass du ihm eine gebrezelt hast, so dass er sogar dann vom Dingenskirchen abgelassen hat.
Scheiße. Oh, da hinten ist noch eine Insel mit zwei Steinen, aber ich glaube, da gibt es sicherlich nicht so viel. Willst du rüberspringen? Da liegt oben drauf. Drehst du uns? Oben drauf ist ein Kränis. Achso. Huch. Was huchst du jetzt? Ja, ich bin beim Drehvorgang ein bisschen runtergefallen. Ach, macht nichts. So. In welche Richtung bewegen wir uns jetzt? Schon ein klein bisschen besser, noch nicht wirklich gut, aber ein klein bisschen besser. Naja, aber wir haben die Kacke gefunden und das war es ja schon mal wert. So, wo ist die Steininsel? Die war eigentlich daneben. In die Richtung, in die ich gucke. Da! Ich sehe sie. Genau in die Richtung. Also man sieht sie nur, wenn man daran vorbeiguckt. Siehst du mich? Ja. Warte. Genau da. Genau da, wo ich hingucke. Ja. Das heißt, wir müssten... Fahrt aufnehmen, so ein bisschen so rum. Und eigentlich schon wieder ein Stückchen nach hinten. Also, ach, das ist doch nicht dein Scheiß Ernst, Junge, oder? Mistviech. Ich war gerade dabei, mich zu konzentrieren. Ja, ich auch, weil ich möchte das Floß drehen. Nagel. Warte mal, was kosten diese verstärkten... Fundamentrüstung. Ein Metallbarren und zwei Nägel. Da weiß ich aber nicht, ob wir die jetzt schon bauen sollen oder ob wir noch eine breiter gehen sollen. Wo ist das Kackviech? Irgendwo oben, ne? Ah! Stefan? Ja? Was würdest du davon halten, wenn man, weil es ist ja sehr klumpig hier alles, ne? Was würdest du davon halten, wenn ich diese Breite jetzt noch weiter raus, also bis zum Ende gehe, bauen würde? Ja? Und dann kommen die verstärkten Wasserfundamente. Was würdest du davon halten? Was die Breite hier nach ganz vorne ziehen? Ja, damit man zum Beispiel... Nee, finde ich nicht schön. Ich bin sowieso dafür, dass du... Diesen komischen Überbau, den du hier hingesetzt hast, um auf diese eine Insel drauf zu kommen, dass du den wieder wegmachst. Nein. Der ist pottenhässlich. Stefan, ich will nicht hier auf so einem schmalen Gang stehen und mich von dieser Wand eingeengt fühlen. Ja, du musst halt auch nicht draußen stehen. Ich muss hier aber rumlaufen. Du kannst doch drinnen rumlaufen. Nein, ich will das ein bisschen breiter haben. Das ist ein Floß und kein Luxusdampfer. Stefan, ausbauen, schön machen. Ja eben, schön und nicht klotzig. Oh Gott.
Wir fahren wieder geradeaus. Juhu. Schön. Freue ich mich für dich. Und alles nur wegen der blöden Maschine mit dem Bing. Apropos Maschine mit dem Bing. Was sagt denn der Wecker? Achso, oh, wir sind übrigens schon über der Zeit, ne? Mhm. Ja, wollte ich nur mal so sagen. Mal sagen bis zum nächsten Mal. Und danke fürs... Hier die Wolle kriegen, halt die Schnauze. Und danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis dann. Musst du mir immer ins Wort fallen. Tschüss. Die Schnauze. Tschüss. Hauptsache, letzte Wort an. Blablabla. Bla, bla.